Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir uns mit ein paar Meistern hier angelegt, ein paar Sachen gelernt und so weiter und so fort. Unwichtiges Zeug, und hier steht noch was Unwichtiges. Ich meine, Mr. Satan, den wir applaudieren. Und ja, wir sollten ja 8 Quests erledigen, das habe ich glaube ich schon gemacht, ne? Bla 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 bla, immer das Gleiche. Was, du gibst mir so viel? Okay. So, was willst du als nächstes? Schieße 5 Quests ab, ohne Schaden zu... Okay. Das ist kein Problem, ich mache immer die erste Mission dann. Oder habe ich das? Ich habe das schon. Sehr gut. Ich will eigentlich heute mit der Story weitermachen, aber das will ich nur so nebenbei machen. Du scheinst alles zu geben. So, was jetzt? Da schieße 12. Jeder von Quest ist zulässig. Okay, da muss ich wieder warten. Okay. Ja. Übrigens, falls euch der Part gefällt, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ein Abo oder was auch immer euch alles Schönes einfällt. Wollte ich nur mal sagen. So, wir machen die Story mal weiter. Das ist mir viel zu weit. Ich möchte zum Zeitnest. Da. Doch. Wir sind da mitten in der Zellsaga gerade. Und ich glaube, wir haben da mittendrin so abgebrochen. Das geht ja schon mal gar nicht. Deswegen müssen wir da wieder rein und diesmal alles erledigen. Gut. Komm her, her. Trunks. Ich kann ja nicht springen. Was soll das? Ich bin Level 59. Ich habe wieder zweimal die Dragon Balls gerufen oder dreimal. Mir alle spielbaren Charaktere freigeschaltet. Und ich, oder da gibt es noch mehr, weiß ich gar nicht. Ich habe mir 4 mittlerweile schon freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber okay. Ich habe, wir haben Schusstraining hier maximiert, also nicht maximiert, aber ich habe es so ein Bike maximiert und bin jetzt bei Freezer am Trainieren. Und ja, sonst hat sich nicht viel geändert. Mr. Satans Haus 45%, okay. Freezers Orbiter irgendwann machen. Gut, wir machen weiter mit der Cell-Saga. Was da hinten war was? Ich will mich mal halt was. Die will auch irgendwas von mir. Willst denn du kleine? Moment mal, wo hast du denn das Ei da gefunden? In einem großen Zeilspalt? Lass mich mal genauer ansehen. Ein Moment lang hast du mich überrascht. Ich dachte, das wäre eins von Toki-Tokis Eiern. Ich hätte es besser wissen sollen. Je näher ich es mir ansehe, desto mehr sieht es nach den richtigen aus. Aber darin scheint etwas Böses zu wohnen. Es gibt unglaublich viel Energie ab. Wer könnte das hergestellt haben? Danke, dass ich es mir ansehen durfte. Sagst du mir Bescheid, wenn du noch mehr findest? Wie ich sehe, sind diese großen Zeitspalten immer noch genauso rätselhaft wie zuvor. Aber vorher scheinen sie harmlos zu sein. Ich werde alles versuchen. Blablabla. Ja, ich glaube, ich kriege immer so ein Ding, wenn ich irgendwie hier, weiß ich nicht, von diesen Zeitspalten irgendwas hier maximiere. Weil ich habe Obersnaut maximiert und was noch? Was war das nochmal? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Machen wir weiter in der Story. Zellsaga. Vielen Dank, gehen wir zurück zur Zeitkammer. Den ganzen Charaktere freischalten, weiß ich nicht, das hat irgendwie vorhin anspornen. Ja, wenn ich die ganzen Charaktere noch freischalte, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie Pokémon sammeln. Ja, alle Charaktere von Dragon Ball Z hier sammeln. Das macht geil an Kampfspielen, die auf Animes basieren, dass man immer spielbare Charaktere freischalten kann. In so Kampfspielen wie Tekken und weiß ich nicht, Dead or Alive, Street Fighter und so sind ja immer alle schon am Anfang freigeschaltet. Finde ich voll schade. Nee, über Tekken glaube ich nicht, aber ja. この歴史では完全体になったセルによってセルゲームというものが開催されています。しかしこのゲームに本来参加しないはずの戦士が紛れ込もうとしています。 ist da nicht schon ein Trunks aus der Zukunft? Es wird doch nur Verwirrung hier auf. Oh, egal. Die gleichen Stellen, wo wir ihn im ersten Teil immer gefunden haben, ne? Bitte sag mir, wir müssen nicht wieder gegen eine voll überporte Version von Mr. Satan kämpfen. Mega Krieger des Dämonenreichs. Ja, 767. Und da haben wir im Tutorial gekämpft, neu gekämpft. Xenoverse 1. Hi. Ich bin jetzt ein Super Saiyan. Welches Level bist du denn? 28, 26. Ich meine, ich habe doch meinen Scouter.
Müssen wir ja locker fertig machen. Ja, okay, der hält doch ein bisschen aus. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, wir spielen irgendwie Dragon Ball Xenoverse 1 nach. Das erklärt irgendwie. Ne, keine Ahnung, ich habe so ein komisches Gefühl. Aua. Eigentlich sind schon so viele Sachen immer schief gelaufen. Wir haben einfach die nur am Ende wieder zusammengefügt. Wir müssen eigentlich voll die Geschichte irgendwie verändern. Ich meine, auch wenn wir die am Ende wieder glatt bügeln, ne? Ich meine, auch wenn die Ereignisse sich irgendwann wieder einbügeln, tut doch voll irgendwie Konsequenzen haben, oder? Was denn? Mr. Satan, ich wette Mr. Satan. Bin glaube ich kurz vorm Level Up, oder? Oh, Freezer. Ja, jetzt kann ich ja direkt weitermachen. Beim letzten Mal musste ich hier die ganze Zeit zurück zum Zeitnis. これ、セルの気がいきなり膨れ上がった。とはのマジツだな。残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。この歴史にはパワーアップした人は恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気を。Es nicht komisch, wenn wir Trunks aus Xenoverse 1 hier treffen würden, der sich damals in die Geschichte eingemischt hat, um sie zu retten, dann hätten wir drei Trunks hier in dieser Zeit. Mein Gott, das wäre voller Mindblow. Boah. Das verwirrt mich. Die können das nicht ewig machen hier mit den Geschichte wieder neu schreiben. Ich meine, die Hälfte, die wir machen, wiederholt sich ja schon aus dem ersten Teil. Die euch zu klein als Mini Monster Son Gohans Zorn. Boah, jetzt ist ja am Schuh natürlich dabei. Jetzt, wo ich ja nicht mehr mein Meister ist, wollte ich auch meinen Super Saiyan. Das Gute ist, ich kann jedes Mal meine Form anpassen, irgendwie. Und Busa kann ich zum Beispiel als dreifacher Super Saiyan umlaufen oder so. Ja, keine Sorge. Ihr werdet euch überhaupt nicht an mich erinnern, habe ich so ein Gefühl. Mein Gott, den Schnallen, Spuden, verreckt nicht. Er ist voll um für die, können wir doch Schaden machen. よし、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 
Oh mein Gott. Wir sind blöd geregelt. So, jetzt die epischste Verwandlung von allen. Das ist auch mal explodieren. Oh. Ich habe die beinahe gewonnen. Ich werde zurück vom Albert. Ich habe Ich glaube, selbst überpowered hätte Son Gohan in diesem Zeitpunkt Cell erledigen können. Man hätte im Boden voll aufgewischt mit Cell. Auch wenn er ein bisschen überpowered wäre. Ich habe immer das Gefühl, Son Gohan wäre stärker gewesen. Er ist eigentlich immer so in Dragon Ball, ne? Ich meine, erst Son Goku gegen Freezer. Son Goku hat den voll platt gemacht. Son Gohan gegen Cell. Son Gohan hat den voll platt gemacht. Dann Vegeto gegen Super Buu. Vegeto hat den voll putt gemacht. Wiederholt sich voll oft, merke ich gerade. Oh nein. Eine Stärke von 10 Milliarden, besiege 30 Metall-Colas. Willst du mich verarschen? Das Gefühl, ihr werdet Metallkula verschwenden. Ja. Ja, wenn ihr genauso stark seid wie die Lappen aus dem Dingens, der einen Quest, dann mach ich euch fertig. Was hänge weg. Wow. Und wo bist du? Warum ist Son Gohan Level 27? Zell, lass mich in Ruhe. Komm mal her. Marcel, du gehst mir auf den Nerven. Lass mich in Ruhe. Worauf? Also, wann nenne ich ihn überhaupt nicht mehr Dingens, ey? Norio Wakamoto. So, ich muss mal nach Namek und die alle wegpusten. Oder? 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 Ja. Okay, wer will so Schnauze? Oh Gott. Ich bin schon wieder zurück verwandelt, Mann. Macht ja irgendwie gar nichts. Zeichnet. Bleibt mal alle hier stehen. Natürlich werdet ihr alle ab. Okay. Ich eigentlich. Wir sollen uns einfach so verteidigen, na? Greif mich irgendwie nicht an, also habe ich eine geile Strategie.
war. Oh Mann, warum spielt er nicht mit? Okay. Das sind die coolen Zellspiele, oder wie? Wir machen die metallischen coolen Zellspiele. Ich brauche keine Hilfe, du hast mich schon wieder. War schon wieder gezwungen, dass ich mich zurückwandle. Ja, und jetzt geht's so volle Möhre auf mich los, ist klar. Alter. Ich wehr mich nicht zum dreifachen Mann. Ich will mich zum zweifachen nur machen. Ja, gut, so muss das. これだけの数のメタルクーラーを相手にして勝てると思っているのか。そっちこそ。俺が何の作戦も立てずに突っ込んできたと思ってるのか。何？俺の母さんは天才科学者。俺の趣味の機械いじりなんだ。ビッグゲテッタの中枢コンピューターに自滅プログラムを仕掛けてきた。 もうすぐお前たちが消え去る運命だ。なんだと。Wissenschaft。メタルクーラーが動きを止めるまで、こいつらを食い止めますよ。Reiner、komm。Aua。Ich greife im Würgegriff genommen。 Was meinst du, ich explodiere? Komm jetzt da zurück. Ah, Son Gohan schafft das schon. Okay. Fuß. Okay. Jetzt kriegt Norio Wakamoto auf die Fresse. Vater und Sohn kamen ja mehr. Ach ja, gibt's da nicht Teen Gohan nur als Super Saiyajin und dann einmal als zweifachen Super Saiyajin? Na, eigentlich macht das ja auch Sinn, denn man hat ihn ja nie als normal gesehen, ja, man normal kämpfen gesehen. Nachdem hat es der Besiegler sich zurück, weil nachdem er ja aus dem Raum von Geisterzeit kam, war ja ununterbrochen im Super Saiyajin Zustand. Also macht das eigentlich wenig Sinn, ja, Teen Gohan als, boah, ich wollte nur gucken, also Teen Gohan hier als Dingens normale Version reinzupacken. Stimmt ja eigentlich schon. Ja, Son Gohan hat ein winzigeres Level als Cell, ist klar. Wir sind schon an dem Punkt, okay. Do it! Aber ich glaube, Son Gohan darf nicht spiken, oder? Oh mein Gott. Ja, ma. Ma, ich wollte. Letzter Schlag in die Eier. Was hat er gesehen? Bin in die Eier geschlagen. Dann habe ich natürlich mit Z geschafft, klar. Boah, geil. Ich will ja jetzt nicht diese
Da hat er sich zurückgewandt, genau. Ich werde nicht die Person sein, die schon wieder aufs Detail rumhackt, aber ich meine, Son Goku war ein Super Saiyan. Als er Kamehameha gemacht hat. Aber ich bin da nicht so. Da hat man schon wieder gesehen, wie Tenshinhan Shippuden jemanden in der Rüstung auf dem Rücken hatte. War natürlich Trunks. Aber Trunks gibt es ja hier nicht. Also muss es, weiß ich nicht, irgendein anderen Charakter sein mit irgendeiner Rüstung. Wahrscheinlich Vegeta. Oh ja, oder Vegeta war es, genau. Ein Schwarm von coolen Kerlen. Wie lang Trunks? Ja, so den Getty-Stern, aber. Oh. Na klar. Sie so putzig. So, haben wir schon wieder eine große Sage abgeschlossen. Nachfolger des Stärksten. Jetzt müssen wir in die Buu-Saga kommen. Oder in irgendeine andere Filmsaga, die jetzt noch kommen. Keine Ahnung. Das ist so weit. Ja, wird die ganze Zeit jetzt hier gezeigt. Hallo, wie geht's mit der Arbeit voran? Ich habe gehört, du stellst dich da draußen ziemlich gut an. Ich möchte dich daher um einen Gefallen bitten. Es ist ein neuer Zeitspalt in Quantum City aufgetaucht. Ich möchte, dass du dich für mich um ihn kümmerst. Was meinst du, wenn du es dir recht ist, machen wir uns direkt auf den Weg zum Spalt. Oh. Okay, pass jetzt gut auf. Das ist ein Zeitspalt. Spürst du die bösen Schwingungen, die von ihm ausgehen? Ich glaube, wir haben das schon mal drüber gesprochen, aber als ich dich gebeten habe, den großen Zeitspalt zu untersuchen. Zeitspalte sind die seltsamen Gebiete, in denen Veränderungen in der Geschichte im Rissen der Zeitstruktur geführt haben. Große Zeitspalte sind, wie der Name schon sagt, sehr groß. Dadurch erhalten sie allerdings auch eine gewisse Stabilität. Normale Zeitspalte sind kleiner, allerdings auch sehr mächtig. Sie spiegeln die Kraft derer, die Geschichte verändert haben. Es gibt jede Menge davon und sie sehen aus wie nach einer Gehirnwäsche. Ich finde das sehr beängstigend. Du bist aber natürlich auch sehr stark geworden. Du wirst also bestimmt keine Probleme haben. Also kümmere dich um die Angelegenheit. Wir gestatten kleinere Gruppen, jedoch nicht sie allein anzugehen. Du wirst eine große Gruppe brauchen, verstanden? Okay, dann fangen wir an. Mach dich bereit, in den Zeitspalt zu springen. Hallo, kann ich mich erstmal ausruhen? Hier sind 6 Teilnehmer, kannst du über Zeitspalt erreichen. Die Konton City erscheinen. Expertenmission, Tutorial 1. Kann ich vielleicht auch erstmal... Ja. Ja, das muss ich auch mal von der Story her machen. Okay. Dann, ich glaube, wir sind ein paar neue Meister aufgetaucht. Na, wo Shenlong ist, da war vorher, glaube ich, nichts. Ja, ich habe ja die Story jetzt ein bisschen abgeschlossen, also nehme ich mal an, da kommen ein paar neue. Und manchmal stehen ja so ein paar Gruppierungen von Leute, die sagen irgendwas. Die Liebessoldaten aus Konton sind sie da und die neuesten Liebesgeschichten der Stadt im Auge zu behalten. Zu beachten, wie die Liebe anderer wächst, ist eine Sache, aber wir sollten uns nicht bei unseren eigenen Liebsten suchen. Hi. Vielleicht hast du... Hey, ich bin doch nicht bereit für... Was heißt das? Wir sollten suchen, was wir wollen. Boris Schmorges. Ich habe hier so ein Meisterding gesehen. Da. Slug, hallo. Slug. Du verbirgst enorme Kraft, oder? Hey, ich lasse es dich durchgehen, feuerst. Freu dich, ich werde der neue Meister. Du bist Teil meiner Armee, die das Universum beherrschen wird. Was? Weigere dich, wenn du willst, aber wir wissen, dass ich dieses gesamten Planeten zerstören werde, wenn du das tust. Ich will keine Ungehorsamkeit. Mach dich bereit zum Kampf. Nun, aber ich habe genug gesehen. Blablabla. Wir kämpfen. Ja, muss ich erstmal. Wird der Wesen schon angezeigt? Ja. So, wer noch? Warum ist niemand da? Ist jemand aufgetaucht? Wo cooler vorher war. Wir sind da oben. Cell. Oh. Oh ja. Wir sind schon mal freischalten hier.
Hallo, ich heiße Zell. Ich habe wunderbare Neuigkeiten für alle, die ihr leben. Wenn ich euch so ansehe, habe ich nicht den Eindruck, dass ihr als Kämpfer taucht. Wollt ihr nicht stärker werden? Und dann kann ich das perfekte Kamehameha lernen. Dann lasst mich eure Trainer sein. Ich mache euch alle fit für den Kampf, aber ich will nicht schon wieder das gleiche Set wie im ersten Teil haben. Wow, ich fühle hier eine Menge Widerstand. Entspannt euch. Ich werde euch nicht absorbieren oder so. Jedenfalls nicht sofort. Klar, das zu absorbieren war nicht so nett, aber das geschieht oder nicht, hängt jetzt ganz von euch ab. Also gib mir die Antwort, die ich hören will. Boah. Du bist neugierig, weshalb ich dich trainieren würde? Ja, na gut, es gibt keinen Grund, dich zu beschwinden. Um die Wahrheit zu sagen, ich langweile mich, könnte einen Gegner zum Zeitvertreib brauchen. Du sollst wissen, dass du eine leckere Mahlzeit sollte einen Fortschritt meiner Erwartungen nicht erfüllen. Natürlich habe ich meine perfekte Form schon erlangt, aber so keinen Bedarf, dich zu essen. Die Energie starker Kämpfer ist aber lecker. Verstehe mich nicht falsch, ihr habt alle die besten Absichten. Wenn du nicht gegessen werden willst, gibt es zwei Möglichkeiten, wer stärker oder entkommen, bevor du eine Mahlzeit wirst. Es gibt aber keine Garantie, dass ich entkommen gelingt. Okay. Essen brauche ich eigentlich gar nicht mehr aufsammeln. Ja, weiß ich nicht. Blutmeister gesucht. Leser Majin Buu, Mr. Satan, Videl und Sangwan. Gut, dann kann ich ein paar hier beenden. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann ein paar Parallelo-Quests. Ein paar Parallelogramm-Quests. Weil wir gehen hier in dieses Raumzeit-Dingen. 17. Hallo. Okay, sieht so aus, als hätten sich hier ein paar. Was noch dafür? Geh weg! Was willst du? Dieser coole Blick in den Augen eines Saiyajins, das Größte, transformierst du dich vielleicht mal für mich? Na, weiß ich nicht, kann ich das? Wenn davon super sein, jetzt so wunderschön, sagst du mir, welche Pflegespülung du nimmst? Okay. Okay, ich glaube, wir machen irgendwelche random Sachen in der nächsten Folge. Gut. Dann würde ich sagen. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.